Hallo ihr Lieben, in diesem Video werden wir uns mit dem Fenster Modellbildung und dem Fenster konstante Funktion beschäftigen. Dabei solltest du wissen, wie eine konstante Funktion aussieht und wie man ihre Gleichung aus dem Graphen ablesen kann. Außerdem solltest du wissen, wie man das Volumen eines Zylinders berechnet. Das Ziel dieses Videos ist es, zu verstehen, wie man einen Rotationskörper überhaupt erzeugt und wie man das Rotationsvolumen einer konstanten Funktion berechnet. Gehen wir auch gleich zum ersten Fenster über. Wir sehen hier einen Rotationskörper, der mit der Funktion f erzeugt wird. Die Frage stellt sich jetzt, wie berechnen wir dieses Volumen dieses Körpers? Dabei wollen wir rein mathematisch vorgehen. Das heißt, wir dürfen kein Wasser verwenden und einfach nachmessen. Da dieser Rotationskörper von der Funktion f erzeugt wird, können wir ja davon ausgehen, dass wir die Funktion f für die Berechnung benötigen werden. Diese Funktion f hier schaut noch sehr kompliziert aus, deshalb gehen wir gleich weiter zum nächsten Fenster und schauen uns ein einfacheres Beispiel an. Wir haben hier den Graph einer konstanten Funktion f mit der Funktionsgleichung f von x ist gleich 3. Diese Funktion lassen wir jetzt um die x-Achse rotieren, und zwar im Intervall 0 und 5. Durch die Rotation erzeugen wir dabei die Mantelfläche eines Zylinders. Jetzt kommt eine Aufgabe für dich. Bestimme den Radius und die Höhe dieses Zylinders und berechne sein Volumen. Pausiere dafür bitte das Video. Okay, wir wissen also, die Funktionsgleichung der konstanten Funktion ist f von x ist gleich 3. Das bedeutet, wenn wir jetzt diese Funktion um die x-Achse drehen lassen, hat die Mantelfläche immer einen Abstand von 3 von der x-Achse. Das bedeutet, der Radius dieses Zylinders ist 3. Da wir jetzt aber auch nur den Bereich 0 bis 5 dieser Funktion betrachten, ist die Höhe dieses Zylinders gleich 5. Um das Volumen jetzt zu berechnen, stellen wir zunächst die Volumensgleichung auf. Die lautet V ist gleich R zum Quadrat mal Pi mal H. Setzen wir ein, erhalten wir 45 mal Pi. Und das ergibt 141,3. Damit sind wir auch schon fertig. Bis zum nächsten Video.